So, hallo, willkommen zurück bei meinem Let's Play von Tomb Raider. The Angel of Darkness. Hier kann es jetzt weitergehen. Ich habe eine Tastatur. Ich hoffe, man hört sie im Hintergrund nicht allzu doll klimpern. Das Kabel müsste mein Gewicht tragen. Ah, schön, Lara. Dann gucken wir mal. Gehen hier rüber. Damit ich die Beine anziehe. Okay. Los, Lara, komm, 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 komm. Zack, zack. Zack, zack. Okay. Oh, der schießt, der schießt, der schießt. Hör auf zu schießen. Wie ihr vielleicht eben gerade gesehen haben werdet, habe ich das Zeug da oben nicht eingesammelt. Das liegt einfach nur daran, ja, woran nichts, dass wenn ihr das Zeug holt, dass der Typ euch ewig verfolgt. So, ich mache einen ganz kurzen Aufnahmepause. Bis gleich, ciao. So, ich habe es mal überprüft, passt alles. Und dann geht's jetzt weiter. Ja, heute mit Tastatur. Lara ist sich natürlich zu fein, eine Tür aufzumachen, deswegen tritt sie sie ein. Aber diese macht sie wieder auf. So. Wir müssen jetzt stärker werden, deswegen gehe ich hier nochmal kurz mal raus. Was das hier gerade soll, weiß ich allein nicht, warum sich die Mucke so ein bisschen überschlägt. Aber wie auch immer. Ja, ich finde, mit meiner eigenen Tastatur spielt sich das dann doch deutlich besser. Was ist los? Müssen wir stärker werden. Wie werden wir stärker? Wir lassen Lara eine Kiste ziehen. Simpel. Jetzt habe ich mehr Kraft in den Beinen. Das freut mich. Da hinten liegt ein Medipack. Und so. So, hier müsste noch Munition liegen, ja. Und dann ducken wir uns. Und kriegen zum Medipack hin. Na doch nicht. Gut. Speichern. Wir gehen hier hoch. Schwupp, hoch da. Und jetzt schafft sie diesen Sprung auch. Sie glaubt, da kommt sie rüber. Das freut mich doch. So. Man könnte jetzt sagen, ich speichere viel zu oft. Stimmt ja auch, aber Herrgott, wen stört's, wenn da einmal unten so ein Diskettensymbol in der Ecke ist? Dann finden wir hier noch Munition. Geht das hier noch weiter? Ja, natürlich. Lass mich nicht stören. So. Dann geht's hier noch weiter. Hier rüber. Muss man nicht verstehen. Will ich nicht verstehen. Ich hoffe, das reicht soweit, weil mehr Grafik kann ich nicht einstellen. Das ist ja schon alles auf Ultra. Sozusagen. Auf hoch. Lara! Oh, diese Steuerung, ey. Die ist zum Mäusemelken. So, man kann sich jetzt oben noch jede Menge Zeugs holen oder einfach das Level beenden. Ich beende einfach mal das Level.
Hagrid Caviers Wohnung. Wer ist da? Mademoiselle Cavier, mein Name ist Lara Croft. Ich brauche Ihre Hilfe. Miss Croft, ich erkenne Sie. Werner hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Kommen Sie herein. Danke. Sie sollten nachts nicht allein durch die Stadt gehen. Unsere Straßen sind nicht mehr sicher. Mademoiselle Cavier, ich war eben in Werners Apartment. Wie geht es, Werner? Ich fürchte, Werner ist tot. Tot? Ja, und ich habe nicht viel Zeit. Die Polizei sucht mich in ganz Paris. Sie schulden mir eine Erklärung. Ich warte. Das ist eine lange Geschichte. Ich kam heute aus London an und habe Werner in seinem Apartment besucht. Er hatte große Angst. Er sagte, er wolle mit Ihnen sprechen. Das hat er. Ich hätte nicht damit gerechnet. Nicht nach Ägypten. Werner hatte Angst um sein Leben. Vor 5 Wochen hat er einen Auftrag angenommen. Seitdem war er irgendwie seltsam und übervorsichtig. Er hat sogar ein Päckchen bei mir hinterlegt. Ein Päckchen? Sein Notizbuch mit Ihrer Adresse drauf. Von wem hatte er den Auftrag? Der Kunde hieß Eckhart. Er wollte, dass Werner etwas über die Gemälde der Finsternis herausfindet. Werner hat mich in meinem Institut am Louvre besucht. Gemälde der Finsternis? 5 Gemälde aus dem 15. Jahrhundert. Sie gelten als Relikte der Alchemie und der dunklen Künste. Und? Konnten Sie ihm helfen? Ich denke schon, armer Werner. Er hatte offenbar Todesangst. Das passt gar nicht zu Werner. Er dachte, dass er beobachtet wird. Das kann gut sein. Wenn man der Presse glaubt, läuft dieses Monster irgendwo in Paris herum. Hatten Sie vorhin nicht Werners Notizbuch erwähnt, Mademoiselle? Das habe ich. Er wollte, dass ich es Ihnen gebe, wenn ihm etwas zustoßen sollte. Er hat Ihnen sein Notizbuch gegeben? Dann hatte er wirklich Angst. Sagen Sie mir jetzt langsam, was passiert ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Wir haben gestritten. Ja, dann fielen Schüsse. Schüsse? Werner wurde erschossen? Haben Sie ihn getötet? Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Miss Croft, ich glaube, Sie sollten dringend mit der Polizei sprechen. Mademoiselle, ich war eng mit Werner befreundet. Früher. Ich habe ihn nicht getötet. Ich war es nicht. Wenn Sie das sagen. Haben Sie das Notizbuch? Natürlich. Es ist in Sicherheit. Ich brauche das Notizbuch wirklich dringend. Jemand hat Werner getötet. Und Sie behaupten, Sie können sich an nichts erinnern. Vielleicht verdächtigt Sie die Polizei zu Recht. Unsinn! Ich habe Werner nicht getötet. Sie sollten besser gehen, Miss Croft. Sein Notizbuch. Ich bin nicht sicher, ob es richtig ist, aber ich muss Werners Wunsch respektieren. Sie tun das Richtige, Mademoiselle. Und jetzt gehen Sie bitte. Die Polizei kann jeden Moment hier sein. Ja, das stimmt. Die kann wirklich jeden Moment hier sein. Ich schaue mich hier nochmal kurz um. Wir finden hier noch einen Ring. Am besten ist bei diesem Gespräch entweder so wie ich machen oder immer bei der Wahrheit bleiben. Ist immer die beste Variante. So. Hier kommt wirklich gleich die Polizei, deswegen speichere ich noch einmal. Wir finden hier noch einmal Heilpillen. Jetzt kommen die Bullen. Und wir hauen einfach mal ab. Pariser Ghetto. Ja, wir sind jetzt hier im Pariser Ghetto und wir werden jetzt erstmal, wenn wir nicht in die falsche Richtung rennen, den Typen dahin fett verarschen. Wie gesagt, bei einem Gespräch einfach am besten immer bei der Wahrheit bleiben. Ist das dein Revier? Ganz Paris ist mein Revier. Hast du Kleingeld für einen Kaffee? Vielleicht. Ich suche einen Mann. Versuch's mit mir im Appetit. Tut mir leid, Alterchen. Ich suche einen bestimmten Mann.
Bouchard. Louis Bouchard. Kennst du ihn? Hm? Nein, nie von ihm gehört. Nicht für ein paar Münzen? Geh weg, ich kenne den Kerl nicht. Wen könnte ich fragen? Ich brauche einen Kaffee. Was ist mit dir? Versuch's im Café Metro, am Place d'Arcade. Der Besitzer kann dir vielleicht weiterhelfen. Er kennt ziemlich viele Leute. Na, das hört sich doch gut an. Und mein Geld, Mademoiselle. Hab nie gesagt, ich hätte Geld. Willkommen in Paris. Ja, ich werde es mir als kleine Nebenquest machen, dass ich das mal zählen werde. Das war Nummer 1. Ja, wir haben den Typen fett verarscht. Oder haben wir, weil wir haben ja Geld. Leer ist das, alles klar. So. Ich werde gleich die Aufnahme beenden, aber vorher sammeln wir hier noch einiges ein. Und dann werden wir die Aufnahme mal beenden. So. Was jetzt natürlich dumm von mir war, ist, weil wir müssen hier nochmal rauf. Egal. Ich hoffe, das ist jetzt eine Einstellung. Ja, schön, dass du da hochklettern kannst. Ich habe jetzt die Einstellung noch ein bisschen verändert. Nicht alles auf 100, sondern Musik auf 90, SFX auf 92 und Effekte und sowas auf, ich glaube, 89 oder so. Keine Ahnung. Das ist alles Lara. Okay. So, wir können uns jetzt hier noch jede Menge Kohle holen. Schwupp. 1, 2, 3, 4. Schwupp. Da können wir rüber. Dann können wir uns hier schon mal Zeugs holen, das wir da schon sehen. Wie gesagt, man braucht dieses Zeug nicht zwingend, aber es ist schon cool, wenn man sich das holt. So. Speichern. Jetzt geht man hier so lang. Springt da noch so gegen. Und schon hat man die. Und schon ist man am Zeug. Das ist ein Schokoriegel. Und Geld. Ja, es ist natürlich nicht wirklich Geld, aber hier kommen 23 Euro. Besser als nichts. Okay. So, ich werde jetzt mal was ausprobieren. Ich hoffe, ihr köpft mich dafür nicht. Nein, das passt. Gut. 4. Ah! F9 ist schneller an. Ist klar. Ups, da hoch. Und uns. Nein. Von den Typen da gleich mal voll anlabern lassen, aber erst holen wir uns das Zeug. Man kommt auch ohne weiter, aber es ist immer so eine kleine Quest. Wir holen uns noch ein bisschen Geld. So. Schwupp. Und dann labern wir den Typen voll und lassen uns voll labern, vor allem. Na, suchst du vielleicht was Bestimmtes, Baby? Und wenn es so wäre, sind Sie ein Reiseführer? Verdammt richtig, ich bin ein Reiseführer. Ich kann dir so ziemlich alles zeigen. Gut, ich brauche Informationen. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Bouchard. Kennen Sie ihn? Das ist eine verdammt gefährliche Frage, Baby. Sagen Sie mir nicht, Paris wäre gefährlich, Mr. Reiseführer. Oh, in letzter Zeit ist ziemlich was los in Paris. Wir haben sogar unseren eigenen Serienmörder, das Monster. Na, hast du schon von ihm gehört? Das Monster ist ein Mann? Woher wissen Sie das? Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich würde auf meinen Arsch aufpassen, wenn ich fremd in der Stadt wäre. Das tun Sie ja offensichtlich. Also, wo finde ich diesen Bouchard? Der alte Bouchard ist sehr beschäftigt. Er hat in seinem Club in letzter Zeit Pech mit dem Personal. Bouchard hat einen Club? Ja, Le Serpent Rouge. Geiler Schuppen. Und warum stellt er nicht einfach neue Leute ein? Weil seine Leute alle verrecken. Jämmerlich. Niemand weiß warum oder wie. Sie glauben nicht, dass Bouchard die Sache im Griff hat? Pass auf, was du da sagst. Bouchard hat alles im Griff, immer. Aber das ist was anderes. Die Sache ist unheimlich. Seine Jungs wurden bestialisch ermordet. Er ist ziemlich geschockt. War es das Monster?
Wer weiß das schon? Ich halte mich da jedenfalls raus und das solltest du auch tun. Sie haben also keine Ahnung, wo Bouchard ist. Richtig. Tja, irgendwer muss es wissen. Ich werde mich umhören. Ja, tu das. Warum versuchst du es nicht im Café Metro? Mit wem soll ich dort sprechen? Dem Besitzer? Hey, das war nur ein Witz, echt. Der Kerl ist ein totaler Versager, vergiss es. Geh nach Hause und entspann dich. Wenn du willst, helfe ich dir dabei. Nein, danke. Ich habe nicht viel Zeit. Du musst untertauchen, was? Das ist schwierig, zumal die Bullen im Moment ziemlich nervös sind. Willkommen in Paris. Soll ich Bouchard von Ihnen grüßen, wenn ich ihn finde? Nein, lass das. Aber wenn du mal Zeit hast, ruf mich an. Ich bin sicher, dass wir viel Spaß miteinander hätten. Ich zeige dir auch meine Spezialitäten. Zu liebenswürdig. Man sieht sich. Ja, das war dann schon Nummer 2. Jetzt quatschen wir noch mit Marcher und dann beende ich den Part. Nicht viel los um diese Zeit, was? Es ist noch zu früh. Verzieh dich, Marcher. Du schreckst meine Kunden ab. Keine Sorge. Wir spielen nicht in derselben Liga. Mit der Einstellung kommst du hier nicht weit, Herzchen. Das hatte ich auch nicht vor. Ich will nur jemanden finden. Einen gewissen Bouchard. Hier findest du ihn sicher nicht, Marcher. Er hatte hier mal einen Club. Le Serpent Rouge. Aber er musste umziehen. Hatte ziemlichen Ärger am Arsch. Er ist vor einiger Zeit untergetaucht. Ah, Ärger? Er hat einige seiner besten Jungs verloren. Hässliche Geschichte. Da ist er nervös geworden. Und das will was heißen. Und wo ist Bouchard jetzt? Keine Ahnung. Irgendwer weiß es sicher. Aber wenn dein Freund nicht will, dass man ihn findet, kannst du lange nach ihm suchen. Was sie nicht sagen. Hier versteckt sich irgendwie jeder. Nicht jeder, Cherie. Was willst du von ihm? Ein guter Freund hat mich auf seine Spur gebracht. Ist er verschwunden? Er ist tot, aber er hatte mit Bouchard zu tun, bevor er gestorben ist. Weißt du was? Ich kenne zwei Jungs, die im Le Serpent Rouge gearbeitet haben. Hat er doch nicht alle seine Männer verloren? Nein. Die beiden haben sich früh genug abgesetzt. Der eine ist ein alter Sack namens Bernard. Er war Bouchards Türsteher. Heute treibt er sich meistens im Park herum. Und der andere? Der andere heißt Pierre. Er war Bouchards Barmann. Ein ziemlicher Pechvogel. Lässt sich immer auf komische Geschäfte ein. Neuerdings hat er ein Café am Place d'Arcade, das Café Metro. Vielleicht hat er ja was gehört. Das ist die beste Spur, die ich bis jetzt habe. Danke. Wie heißen Sie eigentlich? Janice. Hier in der Gegend kennen mich alle. Pass auf dich auf, Cherie. Bouchard ist ein hinterhältiges Schwein. Und er ist angeschlagen. Weiß irgendjemand, wer es auf Bouchards Jungs abgesehen hat oder warum? Nein, zumindest spricht es keiner aus. Dieses Monster hat hier alle ziemlich eingeschüchtert. Ich hätte gedacht, Bouchard weiß, wie man Probleme löst. Das stimmt. Er ist ein Profi. Aber die Art, wie seine Leute starben... schrecklich. Und dann diese arme Frau. Welche Frau? Sie hieß Carvier, hat im Louvre gearbeitet. Das kam heute im Radio. Reden wir über was anderes. Carvier? Niemand ist sicher. Nein, also pass auf dich auf, ma chère. Hier lungern zu viele Verrückte herum. Ja, die Welt ist schlecht. Das ist schon okay. Einige von uns wollen es so.